Willkommen zurück zu Let's Play Aliens vs. Predator. Ja, in der letzten Folge wurden wir gegen Ende der Episode Mission gefangen genommen. Beziehungsweise wahrscheinlich getötet. Also, denke ich mal. Na, ist egal, wir machen als Marine weiter. Ich hatte jetzt erst gedacht, oha. Jetzt sind wir gefangen, beziehungsweise jetzt ist vorbei. Aber dem scheint nicht so zu sein. Haben wir Glück gehabt. Und jetzt kommt wieder eine schöne Cutscene. Und wir sind endlich in der zweiten Mission von, ich glaube, 5. Also, noch jede Menge zu tun, noch jede Menge Aufnahmen, aber ich bin auch froh, wenn ich das endlich abgeschlossen habe, weil dann kann ich mich endlich meinen anderen Nebenprojekten noch widmen, beziehungsweise das, ja, da auch dann zwei Videos am Tag und ja, und ihr vergleicht mich immer wieder mit Giga, ist mir aufgefallen. Ich hoffe, ich bin besser als Giga, weil die bei Giga hatten meistens keinen Plan, was sie da erzählen. Hatte ich zumindest immer das Gefühl, beziehungsweise bei manchen Sachen habe ich mir einfach gedacht, kupf dich, oh mein Gott, bitte hört auf zu labern, ihr labert nur Scheiße, dann stimmt doch alles gar nicht. Ja, ich hoffe, das Gefühl habt ihr bei mir nicht. Es wäre ganz gut, wenn ihr das nicht hättet. Also ich fände das ganz gut, wenn ihr es nicht hättet. Und der Ladebildschirm könnte jetzt auch mal so langsam weggehen. Ich will weitermachen, ich will metzeln und ihr wollt auch was sehen und es geht weiter. Ja, bam! So nicht hier, Kollege. Warum hast du uns überhaupt am Leben gelassen? Was sind das da für Pixel? Warum? Aus den Minen entkommen und wir haben natürlich nur noch eine Waffe. Nein, wie toll. Und zwischendurch spinnt unser Display hier so ein bisschen rum, habe ich dem gerade das Gefühl gehabt. Na, erstmal gucken, Audio-Tagebuch. Ich wusste es, ich hab's geahnt. Aha. Mitnehmen. Wunderbar. Dann wollen wir uns doch aus den Minen herauskämpfen. Unsere Fackeln haben wir noch. Sehr gut. Keine Ahnung, woher wir sie haben, aber wir haben noch jede Menge davon. Ja, ich wollte erst Licht machen, bevor ich jetzt hier so wahllos reinrenne und es hat zwar noch nicht gepiepst, aber naja, Vorsicht, ist ja Mutter Porzellankiste und ich höre es eigentlich auch schon wieder. Boah. Njam, 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 njam. Lecker, 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 wa? Ja, da, hast du eine Fackel. So. Drecksviech. Kannst doch hier nicht einfach die Leute auffressen. Na, ich glaube, es geht los. Der hat hier auch gar nichts getan. Hier. Wo ist es? Da ist es. Ah, ich krieg dich nicht genug. Genau zu sehen. Können wir eigentlich auch rückwärts laufen? Nein, können wir nicht. Was zum? Oh mein Gott. Puh. Hey. Das fand ich jetzt nicht nett, dann nochmal von hinten zu attackieren. Uncool. Was, hier ist eine Lampe? Also, eine Kerze? Sowas gibt es in diesem Zeitalter noch? Oh mein Gott. Ja. Das böse Alien hat mich gerade von hinten dann doch gut erwischt. Habt ihr mich mal wieder schreien gehört? Aber wir können das hier auch wieder... Ach, da vorne krabbelt schon wieder eins rum. Ich sehe es doch. Na, wo ist es denn? Wo ist es? Oh, über mir. Wo bist du? Komm schon. Tja, jetzt bist du daneben gesprungen, wa? Da guckst du doof, hm? Da bist du. Ich finde, die Fackel könnte ruhig etwas länger anbleiben, damit ich ja auch mal eine Chance habe, die Aliens zu sehen. Aua! Aua! Geh doch kaputt, Mann. Stirbst du jetzt wohl? Ich möchte mich gerne mal dazwischen wieder heilen. Mann, 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 Mann. Da hat man jede Menge zu tun. Nur noch zwei Anreger und jede Menge Minen vor uns. Ah, toll. Ja, ich kann es ja jetzt wieder so machen, wie ich es am Anfang geplant hatte. Oh mein Gott. Scheiße, wir sind alleine. In den Minen, Leute. Oh, ich habe Angst. Nein, habe ich eigentlich nicht mehr. Habe ich echt nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Das Spiel hat nachgelassen eben gerade.
Wahrscheinlich, weil ich mir auch andauernd hier wieder darüber aufrege, dass ich keinen Sound habe und so ein Blödsinn. Aber das mit der Q-Taste, das hättet ihr mir ruhig verraten können, bevor es da als Tipp angezeigt wurde. Ja, finde ich nicht nett von euch, Leute. Da hätte ich mehr erwartet. Gut, wir sind aus dem Minen raus. Was kommt jetzt? Jetzt müssten hier doch eigentlich wieder Aliens kommen. Nein, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass unsere Kollegen hier wieder irgendwo rumfliegen müssten. Naja, solange wir nichts piepst, ist alles gut. Finden Sie einen Weg ins Außengebäude. Ja, was denn, Junge? Ins Außengebäude, Außengebäude. Bäm, bäm, bäm. Einfach mal doof rumspringen. Ja. Gut, dann suchen wir uns einen Weg da rein. Hinter mir. Na, schon wieder weg. Das scheint ein Predator gewesen zu sein. Jetzt weiß ich auch, wie die mich immer entdeckt haben, die Schweine. Ja. Nein, hier ist natürlich kein Tagebuch. Und diese Stelle kennen wir. Au. Aber. Ja, hier waren wir schon mal als Predator unterwegs. Und auch als Alien. Kontrollpunkt. Was sagt die Uhr? Wir haben noch ein paar Minuten. Wir sollen den Aufzug aktivieren mit den Spannungsknoten. Dann kriegen wir jetzt vielleicht mal hier wieder eine Waffe. Oh ja. Pumpgun. Pumpgun. Was machst du? Ich will das nicht. Warum steuerst du dich selbst? Hallo? Ah ja, ja. Feuere doch bitte auf die Eier. Bist du dumm? Wie mach ich das halt eben? Voll Depp. Erst hier gucken gehen und dann nichts tun, oder was? Ah, hier, erledigt. Ach scheiße, ich habe nur 3 Schuss da drinne. So, kacke. Da, abgehalten, abgehalten. So nicht, Kollege. Moment, ich wechsle mal auf die Pistole. Was, die halten 2 Schüsse aus? Warum halten die 2 Schüsse aus? Seid ihr dumm oder so? Oh, und das Teil müssen wir aufladen, um, keine Ahnung, für irgendeine Tür hier wieder aufzumachen. Ach ne, um den Aufzug in Gang zu bringen. Aber die Eier sind auch alle geschlüpft, das heißt, hier sind mindestens 4 große Aliens. Na, herrlich. Das kann ein Spaß werden. So, und in der Zeit, wo wir das Teil jetzt in der Hand haben, sind wir voll angreifbar. Das ist doch geil, oder? Und wir können das Teil auch... Doch, wir können es wegschmeißen, aber wegschmeißen ist nicht wegschmeißen, sondern wegschmeißen ist... Wir müssen das Teil ganz vorsichtig ablegen. Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Gottverdammt. Ich will nicht gleich wieder angesprungen werden. Ach, da hinten müssen wir hin. Ich dachte, wir müssen... Hä? Warum in die Ecke? Na, egal. Ja, ich würde ja gerne die Pumpgun nehmen, aber mit 2 Schuss bringt mir die beste Pumpgun nix. Einfach mal noch zum Schluss einen Schiss-Schuss abgeben. So, was kommt jetzt auf uns zu? Was machen wir eigentlich in diesem Gebäude? Warum sind wir hier drinne? Fragen über Fragen und keiner beantwortet sie mir. Warum nicht? Oh nein, ein großer Raum. Großer Raum bedeutet ein großer Raum und das bedeutet ein großer Raum. Warum? Warum zum Teufel wird mir das Viech erst so spät angezeigt? Oh. Schon fast, wenn es auf mir sitzt, dann zeigt es mir erst an. Ja, hier ist ein Viech. Hier, muss mal gucken. Oh, da soll ich lang, also gehe ich erstmal hier lang. Ja, ja, es ist... genau deswegen gehe ich nochmal hier lang. Immer einen anderen Weg nehmen, als vorgeschlagen ist. Das ist sehr wichtig, Leute. Das müsst ihr euch immer merken. Bei jedem Spiel. Es ist wirklich bei jedem Spiel. Ausnahmslos jedem Spiel so. Und diese Fackeln, die halten zwar schön lange, aber dadurch verzögern sie das Spielgeschehen ein bisschen. Finde ich. Okay. Wir sind auf dem Dach. Yay. Und was machen wir hier auf dem Dach? Natürlich. Wir lösen es aus. Um uns einen Fahrstuhl zu holen. Naja, Predator-Manie war ein bisschen einfacher. Und Kontrollpunkt. Und Leute, wir sind auch am Ende dieser Folge angelangt.
Wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr dann. Ich bin Hello1986, wir spielen Ace First Predator Teil 3. Bis dann.